Du hast Probleme mit der Trophy 3 auf einen Streich, für welche du drei Gegner mit einem einzigen Lichtschwertwurf besiegen musst. Dann bist du jetzt hier genau richtig. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, was zu tun ist, damit du dir die Trophy relativ einfach erspielen kannst. Als allererstes natürlich die Location ist hier aus meiner Sicht enorm wichtig. Du brauchst natürlich drei relativ schwache Gegner für den Erhalt der Trophy. Du hast gesehen, ich befinde mich hier auf Bogano. Ich habe es jetzt hier mal direkt vom Schiff aus gezeigt. Damit du hier die Location auch gut nachverfolgen kannst, bewegst dich hier ein Stück nach links. Dann springst du hier nochmal drüber. Und dann befinden wir uns jetzt auch gleich schon an dem Meditationspunkt. Der Meditationspunkt hat zwei große Vorteile. Zum einen kannst du ihn relativ schnell erreichen. Das heißt, dann einmal nur Viereck drücken, falls es nicht klappt. Dann spawnen die Gegner hier wieder. Das ist ein Riesenvorteil. Und hier natürlich ganz in der Nähe findest du eben auch die sehr, sehr schwachen Gegner. Du bewegst dich hier nur ein Stück geradeaus. Kletterst dann hier rüber oder läufst hier rüber. Geht es jetzt hier gleich noch ein Stück nach oben und dann bist du noch an der Location. Ich habe die gleiche Location hier genutzt für die Trophy Kicktip. Schau sonst mal in meiner Playlist, in meiner Trophy Playlist vorbei zu Star Wars. Kannst du dir die Trophy hier auch noch direkt mit erspielen. Ist wirklich exakt die gleiche Location. Du siehst hier nochmal, wenn man oben ankommt, hier unten ist eben dieser Meditationspunkt. Sind wirklich nur ein paar Sekunden bis dahin. Und dann können wir jetzt auch, nachdem wir hier uns die Location angeguckt haben, mit der Trophy beginnen. Das Ganze hört sich relativ kompliziert an, ist es allerdings nicht. Was brauchst du dafür? Zum einen natürlich erstmal hier diesen Lichtschwertwurf. Kannst du dir für drei Fähigkeitspunkte dann kaufen, nachdem du das Rätsel von Myktrull gelöst hast. Also dauert ein bisschen dann in der Story. Du kannst dir theoretisch auch noch das Gruppenverlangsamen kaufen. Dadurch wird die Trophy gegebenenfalls noch einfacher zu erspielen. Ich habe das Ganze jetzt hier nicht genutzt, ist aber gegebenenfalls von Vorteil. Was du natürlich definitiv brauchst, ist den Lichtschwertwurf. Sonst klappt das Ganze nicht. Und dann siehst du hier die Location und dann befinden sich hier oben auf diesem Plateau vier so kleine Mistkäfer. Ja, ganz, ganz schwache Gegner. Ich denke, der schwächste Gegner vielleicht sogar im ganzen Spiel. Kick-Tip-Trophy habe ich damit auch erspielt, hier mit diesen kleinen Mistkäfern. Hier siehst du schon die ersten zwei, da war jetzt der dritte und da der vierte. Und dann musst du sie irgendwo hinlocken, wo es vielleicht ein bisschen enger wird, wo sie dann relativ schlecht durchkommen. Ich habe mich hier immer an diesem kleinen Ding hier rechts orientiert. Wirst du jetzt hier gleich sehen, genau da, wo ich jetzt vorstehe. Da kommen sie dann halt eben hier so gebündelt um die Ecke. Und dann einmal L1 gedrückt, so wie in der Beschreibung, und dann 3 gedrückt. Ja, so machst du das Ganze. Hier siehst du es dann nochmal. Ich habe es hier wieder einmal um die Ecke gelockt, bin immer im Kreis gerannt. Dann standen sie hier günstig. Einmal in Slow-Mo, L1 und dann 3 gedrückt. Dann rasierst du sie alle. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video weiterhelfen. Abonniere meinen Kanal für weitere Star Wars Trophy Videos. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.